schlich dich durch den Rakete braucht ihr nicht mehr als Schwarzpulver, Papier und irgendein Farbstoff. Also, dann hier, so. Ihr müsst da zuerst Schwarzpulver reintun und dann irgendein Farbstoff und dann bekommt ihr hier einen Feuerwerkstern, so. Den nehmen wir mal. Dann braucht ihr auch nur Schwarzpulver und Papier. Man kann die Höhe auch entscheiden. 1 ist niedrig, 2 ist mittel und 3 ist sehr hoch. Ich nehme hier mal 2. So. Dann testen wir die dann nachher gleich mal. Man kann jetzt auch eine bunte Rakete machen. So. Sagen wir mal 3. So. Und ich zeige euch heute noch einen Spezialeffekt. Eine Creeper-Kopf-Rakete. So, dann nehmen wir hier einen Creeper-Kopf. So, Schwarzpulver. Und dann nehmen wir, wir nehmen jetzt mal hellgrün. So. Da weg. In Höhe 2. Ich nehme jetzt ja nicht so Höhe 1, weil das ist sehr, sehr niedrig. Also, hier noch ein Papier. So. Also, dann machen wir hier mal. Also, dann testen wir hier mal einfach eine einfarbige. Ja. Ja, die zweifarbige. Sieht man fast nicht. Ja. Ja, ein bisschen zweifarbig. Und hier noch den Creeper-Kopf. Ja, nochmal. So, jetzt aber. Ja, man hat es ein bisschen gesehen. Vielleicht sieht man es von oben aus ein bisschen besser. Ja, dort oben. Ja, also, und dann verabschiede ich mich von diesem kleinen Tutorial. Auf Wiedersehen.